Du überlegst, dich selbstständig zu machen und hast Zweifel daran, dass es sich wirklich lohnt, ob man als Gründer auch reich wird. Da habe ich gute Nachrichten für dich heute, denn es wird mindestens 7 Reichtümer geben, die auf dich warten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Up-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir begleiten jedes Jahr mehrere hundert Unternehmen dabei, sich selbstständig zu machen. Und einige Unternehmen, die sind auch schon sehr erfolgreich geworden. Andere wiederum sind an dem Punkt, dass sie sogar schon ihre Firma verkaufen können und wollen. Und ich werde dir heute ein paar Punkte zeigen, die auf dich warten, wo du reich wirst. Die ersten Reichtümer, die du erwirtschaften kannst, liegen natürlich auf der finanziellen Ebene. Und da gibt es 3 verschiedene. Das erste, da geht es darum, dass du durch einen höheren Stundensatz nehmen kannst. Wenn du beispielsweise als Briefausträger arbeitest bei DHL, nun, da wirst du wahrscheinlich den Mindestlohn bekommen. Wenn du dich natürlich selbstständig machst, dann kannst du selbst bestimmen, mit welchem Stundensatz du an den Markt gehst. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, ein Unternehmen so weit aufzubauen, dass du Mitarbeiter und Führungskräfte hast, die dann insgesamt so viel umsetzen, dass du als Geschäftsführer oder Inhaber der Firma am Jahresende auch Erträge hast, von denen du leben kannst, obwohl du vielleicht im Urlaub warst. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass du einen Unternehmenswert schaffst, also nicht nur deinen Stundenlohn höher bezahlt bekommst oder du an den Erträgen pro Jahr beteiligt bist, sondern dass du schließlich eine Firma aufbaust, die an sich einen Wert hat. Wenn du zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5% von Google oder von Facebook oder von Apple oder von Microsoft gekauft hättest, dann wären diese Anteile heute mehrere Millionen, vielleicht sogar teilweise Milliarden wert. Und du kannst dann diese Anteile entweder weiter halten, um Rendite und Profit zu bekommen, oder du kannst die Anteile verkaufen und kannst mit dem Geld dich dann zur Ruhe setzen oder ein neues Projekt oder Vorhaben finanzieren. Der zweite Reichtum, der auf dich lauert, ist der Lernreichtum. Denn du wirst ganz anderes Wissen haben. Du wirst sogar Know-how haben, wie man Dinge macht. Und dieses Know-how ist wesentlich wertvoller als das Wissen, was du überall googeln kannst. Selbst an Universitäten wird maximal Wissen, aber nicht Know-how gelehrt. Und noch viel weniger werden an den klassischen Schulen und Ausbildungsstätten, Universitäten Fähigkeiten vermittelt. Das heißt, du kannst etwas tun, was andere nicht oder nicht so gut tun können. Und das ist das Erste, was auch kommt. Bevor der finanzielle Reichtum kommt, kommt immer der Lernreichtum. Das heißt, du musst erstmal lernen und eine bessere, eine fähigere Persönlichkeit werden, als du vorher warst. Und dann kommt auch der finanzielle. Und danach, nun, das ist ja alles möglich. Du kannst in Vereinen gehen, du kannst in die Politik gehen, du kannst in Vorstandsarbeit machen. Du hast so viel Know-how und so viele Fähigkeiten, dass du theoretisch jedes vorstellbare Produkt umsetzen kannst. Dass du das, was Walt Disney gesagt hat, ist, wenn du dir es vorstellen kannst, wenn du dir im Traum das vorstellen kannst, dann kannst du es machen. Und diese Person wirst du. Du kannst jeden Traum zur Realität werden lassen. Der dritte Reichtum, der auf dich dann lauert, wenn du dich selbstständig machst, du wirst ein ganz anderes, ein größeres und wahrscheinlich auch ein wertvolleres Netzwerk haben. Wertvoll deshalb, weil du auf einmal Menschen in dein Netzwerk haben wirst, die Schlüsselpersonen sind, die bestimmte Türen öffnen können, die du vorher gar nicht wusstest, dass es überhaupt gibt. Du wirst fähige Menschen haben, Mitstreiter, Menschen auf Augenhöhe. Und das ist ein ganz anderes Leben, als was die meisten Angestellten führen, die ihre Kollegen, ihren Chef kennen und vielleicht noch aus dem Kaninchenzüchterverein die anderen Mitstreiter. Und das sind häufig Beziehungen, wo man nicht an einem Strang zieht oder gemeinsame Träume verwirklicht oder jahrelang am gleichen Ende eines Taus ziehst, also ein Team gemeinsam etwas aufbaut. Als Unternehmer hast du ein Netzwerk locker von 1.000 bis 100.000 Menschen, die dich kennen, die dich unterstützen und einen viel größeren, engeren Kreis an guten Freunden und Kontakten und Beziehungen und Schlüsselpersonen und Multiplikatoren und Coaches und Mentoren, die dich unterstützen. Und das ist ein großer Reichtum, den du bis zum letzten Tag deines Lebens hoffentlich dann auch genießen wirst. Bei den Angestellten sieht es meistens so aus, selbst bei den Vorstandsvorsitzenden, dass sie als soziale Wracks dann in die Rente gehen und kaum noch jemand haben, der sich um sie kümmert, im schlimmsten Fall noch nicht mal die eigenen Kinder. Der vierte große Reichtum, der auf dich lauert, ist die Mehrung, der Ausbau deines symbolischen Kapitals. Also nicht das finanzielle Kapital in Geld, in Euro, sondern das Kapital, was etwas über deine Person aussagt. Stell dir einfach mal vor, du bist in einem Kreise von 10 Personen und du sagst, liebe Leute, ich habe einen Vorschlag. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die Leute sagen, oh, interessant, wenn der etwas zu sagen hat, dann hören wir mal zu und gehen dem nach. Oder die Leute übergehen dich einfach, hören dich gar nicht zu oder sagen, lächeln, naja, schon wieder so ein Ding. Das bedeutet, dein symbolisches Kapital ist die Summe deiner guten Werke und die Anzahl der Zeugen, die sagen, der oder die. Wenn die etwas gemacht hat, dann war es gut. Sie war verbindlich, sie hat die Versprechen eingehalten und sie hat sich für die Problemlösung eingesetzt.
Diese Person hat mehr aufs Geben geachtet als aufs Nehmen. Als Angestellter, nun habe ich auch gearbeitet, als Beamter, als Soldat oder als Polizist oder in vielen anderen Funktionen. Und da habe ich nicht so genau darauf geachtet, was die anderen von mir denken. Damit meine ich nicht, dass mir wichtig ist, welche Meinung die Menschen über mich haben, über meine Ansichten, sondern es geht darum, was sagen die Menschen darüber aus, was ich in der Vergangenheit Gutes gemacht habe. Das nennt man das symbolische Kapital und das ist das wichtigste Kapital, um am Markt aufzutreten. Denn wenn man dich im Internet recherchiert und dann findet man nun, Herr Müller hat vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und letztes Jahr wieder auf einer Demo mit Steinen geschmissen und er wurde wieder inhaftiert und hat betrogen und geklaut und saß im Knast. Also dieses negative symbolische Kapital verschließt fast alle Türen. Und ein gutes symbolisches Kapital, wo viele Menschen dich kennen und eine gute Meinung von dir haben und du eine gute Reputation haben, dann sind fast alle Türen für dich offen. Und ich lade dich ein, auch das als vielleicht wertvollstes Reichtum, als wertvollstes Stück deines Kapitals auch zu betrachten, nicht nur die finanziellen Aspekte. Als 5. Punkt haben wir nun deine Persönlichkeit. Denn die wird, wenn du am Ziel angekommen bist, wenn du der Unternehmer bist, der das alles aufgebaut hat, eine ganz andere sein als heute. Mein Coach hat damals mich gefragt, Herr Schäfer, was glauben Sie? Sind zuerst 100.000 Euro Einkommen da und dann wird man eine tolle Persönlichkeit oder ist man erst eine reife Persönlichkeit, die dann 100.000 Euro immer wieder produzieren kann? Und sicherlich ist es das Letzte. Du wirst also, wenn du am Ziel angekommen bist, wenn du dein Unternehmen verwirklicht, umgesetzt hast, Menschen geführt hast, Kunden geführt hast, dein Lernen und dein Know-how, deine Fähigkeiten weiterentwickelt hast, durch Krisen durchgegangen bist und deine Visionen umgesetzt hast und dein Selbstvertrauen hast, dass alles, was du dir vorstellen kannst, auch machen kannst, dann wirst du eine ganz andere Persönlichkeit sein als heute. Einen ganz anderen Respekt genießen, eine andere Ruhe haben, kaum noch Ängste haben und viel Zuvertrauen, viel Frieden haben und vor allen Dingen auch viele Glückselemente auf den Weg, den du gegangen bist. Der 6. Punkt, was du an Reichtum zu erwarten hast, ist deine Berufung zu finden. Als Angestellter kannst du Glück haben, dass du eine ideale Stelle gefunden hast, wo all das möglich ist, was du ausleben willst. Aber diese Stelle kann sich über Nacht ändern. Das Unternehmen kann schließlich verkauft werden, die Abteilung vergrößert, verkleinert werden und zack, über Nacht bist du aus deiner Berufung raus, wenn du jetzt gerade drin bist. Als Unternehmer ist es so, dass du selbst alles umgestalten kannst, wie du es möchtest. Sobald du die Firma beeinflussen kannst, kannst du damit auch deine Arbeit, deine Tätigkeit beeinflussen. Vielleicht musst du am Anfang Dinge machen, die dir nicht so viel Freude machen. Aber später, wenn du ein Team aufbaust, Mitarbeiter hast, dann kannst du immer mehr die Dinge abgeben, die nicht deiner Berufung entsprechen und du immer mehr die Dinge machen, die deiner Berufung entsprechen. Der 7. Punkt ist vielleicht der schönste oder spannendste Punkt, für mich zumindest als Persönlichkeit, die Abenteuer liebt. Denn das, was du dann erleben wirst, das entspricht nicht mehr der Norm, was 80-90% der Menschen da draußen erleben. Die meisten Menschen haben in ihrem Leben kaum oder zu wenig Abenteuer und setzen sich deshalb abends vom Fernseher, am Wochenende ins Kino oder am Samstag schließlich dann ins Fußballstadion, um so ein bisschen Kampf und Abenteuer in ihr Leben zu holen. Als Unternehmer brauchst du das nicht mehr. Du brauchst keinen Fernseher, du brauchst kein Fußballstadion und du brauchst auch keinen Netflix und Co., denn dein Abenteuer, das findet jeden Tag statt. Sicherlich wirst du dann ein Rollercoasting haben, ein Gefühl, mal super gut und mal super schlecht, aber das, was du erleben wirst, das sind Abenteuer. Und je mehr Projekte du hast, je größer dein Unternehmen ist, desto mehr Abenteuer warten auf dich. Und das Gute ist, du wächst daran, alle Bereiche wachsen daran und du wirst dein gesamtes Leben als Abenteuer, als positives Abenteuer erleben. Zusammengefasst wirst du also eine ganze Menge Möglichkeiten haben, Reichtümer aufzubauen, sicherlich auch finanziell. Und ich lade dich ein, hier auch Ziele zu setzen. Also nicht nur, welchen Wert soll dein Unternehmen auch haben in 10 oder 15 oder 20 Jahren, wenn du es verkaufen willst, sondern ich lade dich auch ein, hier in den anderen Reichtumsgebieten dir Ziele zu setzen. Welches Wissen, welche Fähigkeiten willst du erlernen? Wie groß soll dein Netzwerk sein? Welche Arten von Menschen willst du kennenlernen? Diejenigen, die wenig Einfluss haben, diejenigen, die großen Einfluss haben. Welches symbolische Kapital willst du aufbauen? Also welche Reputation? Was soll man über dich finden, wenn man dich googelt? Wenn andere über dich sprechen? Deine Persönlichkeit? Was sind deine Entwicklungsmomente? Was willst du jetzt können? Welche Ängste abbauen? Welche Grenzen verschieben? Was soll deine Berufung sein? Wie muss dein Unternehmen aufgebaut sein, damit du in deine Berufung kommst? Und natürlich, welche Abenteuer willst du erleben? Und davon spreche ich nicht nur die Bucketlist, die du dann abarbeitest im letzten Jahr deines Lebens, wenn du die Krebsdiagnose bekommen hast,
sondern viel wichtiger ist, wie möchtest du heute deinen Alltag, deine kommende Woche, dein Monat, dein nächstes Jahr, die nächsten Jahre bis zu deinem Tod, wann auch immer das sein wird, so gestalten, dass du möglichst viel Abenteuer erlebst. Zusammengefasst ist das Unternehmersein, das Gründersein eines der spannendsten Dinge, die es gibt. Denn du hast für alles Verantwortung. Das ist das Gute. Das Negative ist aber natürlich auch, dass du für alles die Verantwortung hast, wenn es mal nicht so gut läuft. Das heißt, der Finger ist immer auf dich selbst gerichtet. Es gilt also hier, erstens Eigenverantwortung zu übernehmen für alles und zweitens bedeutet es auch, zu investieren und einen Preis zu bezahlen, auf bestimmte Dinge, auch auf die Sicherheitsgefühle eines geregelten Einkommens zu verzichten, aber sich sicher zu sein, dass du alles hast, was du brauchst, um ein Unternehmen aufzubauen. Und wenn wir dich dabei unterstützen können, dann kannst du gerne Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Wir sind über 40 Berater und helfen bundesweit Menschen, genau diesen Weg zu gehen. Gerne kannst du unseren Kanal jetzt abonnieren oder einfach Daumen hoch machen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zu deinen 7 Reichtümern. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.